Also ich wähle Rebecca, weil ich finde, dass sie eine der wenigen Politikerinnen ist, die ich kenne, die wirklich sich für die Sache einsetzt und der es nicht darum geht, sich selbst zu profilieren oder als Person im Mittelpunkt zu stehen, sondern es geht ihr um die Sache und sie kämpft für die Dinge, die ihr wichtig sind. Und das beeindruckt mich sehr und das, ja, das finde ich das richtig Positive an ihrer Arbeit. Ja, also eigentlich finde ich, sie arbeitet ein bisschen zu viel. Aber andererseits finde ich, macht es sie auch aus und macht es auch ihre Arbeit aus, dass sie sich wirklich so sehr in die Arbeit stürzt und so sehr was erreichen will, dass sie da manchmal oder häufig ihre eigene Freizeit vergisst. Mich hat an Rebecca gestört, dass sie ein bisschen einen kleinen Knall hat, was Hotelbuchungen angeht und immer dreimal überprüft werden muss, ob das Hotelzimmer auch ruhig genug ist. Aber ich kann es auch verstehen, wenn man so viel im Hotel schläft, dann muss man einen guten Schlaf haben.